22 Staffeln haben das Rennen aufgenommen. Jede von ihnen muss 6 Kilometer insgesamt absolvieren. Die deutsche Mannschaft mit. Das sind so die Kontrahentinnen. Mal schauen im erweiterten Feld, was die Weißrussen und die Ukraine vielleicht noch zu leisten imstande sind. Und die starken Polinnen, die wirklich sehr gut in die Saison gestartet sind. Jetzt also zunächst einmal hinein in dieses erste Schießen für Tina Bachmann. Liegender Anschlag. Man sieht die Windfähnchen, jetzt nicht mehr, aber es herrscht fast kein Wind. Ja, bravo. Das wird dir richtig gut tun. Das wird dir Auftrieb geben. Dieses erste Schießen fehlerfrei, auch die Ukraine. Viele Scheiben sind gefallen. Die Russinnen, Norwegen, Frankreich, alle haben hier auf Anhieb ohne Nachlader die 5 Ziele getroffen. Und vorne die starke Kanadierin Crawford, dann Tina Bachmann, dahinter Vita Semerenko, dann aus Tschechien Vitkova, Glasirina aus Russland und Fanny Horn, die Norwegerin. Also die Teams, die wir Ihnen genannt haben, setzen sich hier zunächst an die Spitze und Kaiser auch die Biathletinnen mit 3 Nachladern in der Staffel unterwegs. Jetzt müssen wir hier schön aufpassen. Für die Ukraine Vita Semerenko. Der ist gestern der erste Top-10-Platz in dieser Saison gelungen mit dem 9. Rang in der Verfolgung. Da kommt Tina Hova. Jawohl, das hast du gut gemacht. Sehr schön, komm, auf geht's. Genauso konzentriert weiterarbeiten. Auf geht's, Hova. Da haben wir Rico Groß, den Streckenposten, wenn man es so nennen will. Disziplintrainer neben Gerald Hönig für das deutsche Team verantwortlich. Ja, war sehr entspannt vorhin beim Anschießen. Hat das alles natürlich in seiner Erfahrung beobachtet, er das natürlich aus einem anderen Blickwinkel. Wie so eine junge Athletin wie Nadine Horchler zum Beispiel, der war sehr gelassen, er hat große Ruhe ausgestrahlt, was ja auch durchaus wichtig ist. Wenn die Athletinnen merken, oh, der Trainer ist schon zippelig, dann kann sich das übertragen. Also Rico hat das sehr gelassen genommen, das Anschießen da unten. Und hier haben wir nochmal die Attacke der Französin Anaïs Bescon, die hier vorbeigeht an Tina Bachmann, gleich aus dem Windschatten heraus. Im Schlittschuhschritt. Auch sie hochgewachsen, ähnlich wie Tina Bachmann. Anders Besseberg links, der Präsident des der Internationalen Biathlon Union. Olga Saitseva, heute nicht auf der Position der Schlussläuferin, sondern an 2 gesetzt. Ähnlich wie bei den Männern, eine sehr, sehr starke Mannschaft, die Wolfgang Pichler da ins Rennen schickt. Und für Russland auf der ersten Position die Katerina Klasirina. Die 7. im Weltcup ist. Für Tina Bachmann. So, Tschechien ist weg, Polen, Russland. So, eine Nachlader. Ja. Wollte sie schon weglaufen? Ja. Nachhalten ist die Devise. Nicht verrückt machen lassen. So, jetzt hat es geklappt. Alles noch im grünen Bereich für Tina Bachmann. Gut 10 Sekunden, so ein Nachlader. Und dann durch die Zeitnahme. So, 12. Rang, knapp 1/2 Minute der Rückstand. 27,7 Sekunden.
So, jetzt kann sie alles rausholen noch einmal. Ja, eigentlich ein großes läuferisches Potenzial, aber so ganz haut es einfach noch nicht hin. Kaiser Meckerin wieder mit Schwierigkeiten noch ein Ziel und eine Patrone über. Ja, diesmal macht sie es besser, kann die Strafrunde vermeiden und gleich zurück auf die Strecke gehen, aber das hat sie sicher. Ja, etwas unsicher. Natürlich jetzt trotz der kurzen Strecke, die da ist, schon etwas müde. Sind jetzt 5,5 Kilometer unterwegs gewesen. Und da kommt. Ja, und vorne also die Polin Palka. Ich habe es gesagt, gehört zu den schnellsten bislang in der Saison. Dann Beskow, dann die Norwegerin Horn, Russland, Witkova. Mit der 7, da haben wir die führende. Komm, jetzt ran an die Gruppe hier vorne. Komm, auf geht's. 5 Sekunden konnte sie gut machen auf die Spitze. Von 12 auf 8. Und spring weiter. Hopp. Technikwechsel im Anstieg, um die Muskulatur etwas zu entlasten. Und hier entsteht der Wechsel in der Führung. Jetzt wieder Frankreich vorne. Und da hinten kommt Tina Bachmann. Vor ihr die Schweizerin Selina Gasparin. Diesen Namen tragen heute drei der Schweizer Staffelläuferinnen. Drei Schwestern am Start mit Selina, Elisa und Aita Gasparin. Also, kämpft sich hier durch die letzte Runde. Tina Bachmann, ein wenig ist sie nach vorne gekommen. Und hier haben wir die zweite Läuferin für Polen, Veronika Nowakowska-Simniak. Und die Französin Anaïs Bescon kommt als erste hier hinein, übergibt gleich an Marie-Laure Brunet. So, da stehen sie aufgereiht und warten auf ihre Startläuferinnen. Jetzt geht's los für die Französin, auch für die Polin und für Russland jetzt Olga Saitseva auf dieser zweiten Position. Dann Tschechien mit Gabriela Sukalova und mit der 10 die Slowakei. Da wechselt jetzt Jana Gerekova auf Anastasia Kuzmina, ganz starke Gegnerin auch für Miriam Gössner, die hier Gas gibt, Fahrt aufnimmt, abgeklatscht wird von Tina Bachmann, die an 9. Position wechselt. 25,6 Sekunden der Rückstand der deutschen Staffel auf die führenden Französinnen, besser gesagt, die USA. Susan Dunkley steht bereit, übernimmt von Annalise Cook. Und eine sehr gute 18 für Österreich, Iris Schwabel, geborene Waldhuber, hat geheiratet in diesem Jahr. Und jetzt sind wir zurück hier im Schießstadion. Auf der Schießanlage vorne also die Norwegerin Sollendal. Dann Gabriela Sukalova, Marie-Laure Brunet, Olga Saitseva. Ja, Marie-Laure Brunet. Auch Tschechien trifft, auch Russland. Olga Saitseva, da haben wir sie kurz gesehen. Auch Miriam Gössner. Und die eine noch. Ja, bravo, richtig gut, klasse. Also offensichtlich hat sie Tempo gemacht, aber nur so viel, dass sie hier noch konzentriert und sehr, sehr gut geschossen hat. Und schauen Sie, wie sie da wieder reinspringt. Wow, bleibt an diesen Absperrungen hängen. Beim Überholvergang, sie wollte Sollendal überholen. Ja, wollte gleich da innen durchmarschieren und dann eingefädelt. So, jetzt wieder neu Tempo aufnehmen. Kostet ein bisschen Kraft, ein paar Sekunden. Kleine Unachtsamkeit für Miriam Gössner nach dieser hervorragenden Schießeinlage. 15,1 Sekunden der Rückstand, 7. Rang für die deutsche Mannschaft. Und das führt Frankreich mit Sie wird den nächsten Anstieg vielleicht auch noch mal angreifen. Sollendal überholen wollen.
Marila Bruni kann der Tschechin nicht folgen. Sokolova in Führung. Dann die Französin, dann Solendal und Miriam Gössner. Schauen Sie auf diesen Zeitrückstand. So. Jawohl, schön attackieren. Und dann stehen nochmal genauso gut wie liegen. Komm auf, geht, over. Ob das dann zusammenpasst, werden wir erleben. Ja. Mit dem weiter attackieren und dann stehen, schießen. Jetzt ist sie vorbei an Marie-Laure Brunet. Solemdahl vor sich. Gut 15 Sekunden war der Rückstand. Jetzt sind es nur noch 4,7. Also sie ist dran. Und jetzt hängt es einfach davon ab, was sie am Schießstand in die Ziele bringt. Ja, jetzt muss sie nicht mehr überholen. Sie kann jetzt mit dieser Gruppe hinterherlaufen. Und für sie ist es dann schon ja, gemächlich, weil sie hat ja wahnsinnig viel Zeit gut gemacht, diese 15 Sekunden. Das ist schon auf dieser kurzen Runde sehr viel Zeit gegen eine Solemdahl, gegen eine Sokolova. So, da haben wir diesen Anstieg nochmal, aber jetzt bleibt sie auch hinten dran. Also springt nicht mehr ganz so dynamisch und aggressiv diesen Anstieg hinauf. Sieht alles sehr bewusst aus, was sie da tut. Das macht uns doch Mut zum Schießen hin. So, jetzt neben der Norwegerin Solemdahl. Das war Sophie Bollier, nächste Französin, die wir sehen werden. Ja, und die deutschen Fans sind hier doch ganz zufrieden. Nadine Horchler, die dritte Starterin, zum ersten Mal dabei in einer deutschen Staffel. Ob sie die Ruhe hat. Und jetzt wird sie gleich sicher auch ein wenig darüber linsen. So, und Miriam Gössner hat sich noch vorbeigeschoben an Sinuwe Solemdahl. Jetzt Daumen drücken, das wär's. Nicht verrückt machen lassen. Jetzt auch die Französin. Zwei Scheiben bleiben noch für zwei Patronen oder umgekehrt. Ja, sie wirkt jetzt nicht ruhig. Sie ist jetzt nicht ausbelastet. Sie kann sich konzentrieren. Sie ist nicht am Ende ihrer Kräfte. So geht schon, komm. Sie muss in die Strafrunde. Strafrunde für die deutsche Staffel, für Miriam Gössner. Alles, was sie sich bis hierhin erarbeitet hat, ist wieder dahin. Gut 20 Sekunden, die sie hier aufnehmen muss. Durch diese zusätzlichen 150 Meter ist das bitter. So aggressiv, so forsch ist sie das Rennen angegangen. Klasse geschossen im liegenden Anschlag, aber das hilft eben in dieser Situation. Alles nix, wenn du es dann wieder hergibst. Ja, richtig schade, bitter. Jetzt wird sie mit mächtig Wut im Bauch diese letzten 2 Kilometer angehen und versuchen, wieder ein paar Sekunden zu fressen. Und mit Sinuwe Solemdahl haben sie natürlich eine weitere junge, aber dann eben auch schon eine Siegläuferin zur Verfügung. Ja, schön zu sehen an dieser Stelle diese unterschiedlichen Techniken in der Abfahrt um diese Kurve herum. Solemdahl hat 13 Sekunden gut gemacht auf Saitseva. Und für Polen Veronika Nowakowska-Simiak haben wir die Schwedin Strömstedt. Das ist eine ehemalige Langläuferin, die kann natürlich auch langlaufen, man sieht schon, die ist sehr schnell, konnte ja vorhin auch mit Miriam Gössner mitlaufen, die hier kommt. Die da hinten um die Ecke schert, ja. 51,4 der Rückstand nach dem Schießen. Ja, schiebt sich ein bisschen, ein wenig heran. Gut gemacht hier, komm auf geht's, Miri, komm die letzten paar Meter.
komm, aufgehen. Schön drüber arbeiten hier. Komm, aufgehen, komm, hopp. Ah, 15 Sekunden auf Strömstedt, eine Menge Holz. 500 Meter noch bis zum Ziel von dieser Stelle weg. Und Valentina Semerenko für die Ukraine. So, die nächsten Läuferinnen machen sich hier schon bereit im Ziel. Ekaterina Schumilova für Russland. Auch ein neues Gesicht in der russischen Mannschaft, die 26-Jährige. So, und da ist die Tschechin vorne, Gabriela Sukalova vor Olga Saitseva mit mächtigen Schüben hier ins Stadion hinein. Übergibt jetzt an Jitka Landova, ganz junge Athletin aus Tschechien, die wir jetzt sehen werden, 22 Jahre alt. So, da ist die Übergabe für Norwegen jetzt Hilde Fenne. Und für die Slowakei Martina Schrapanova. Für Polen Monika Heunisch. Und die Schwedin Strömstedt wechselt auf Elin Mattsson. Also viele junge Namen, viele neue Namen hier in diesen Staffeln der verschiedenen Teams. Und Miriam Gössner übergibt an Nadine Horchler. So, hat nochmal alles rausgeholt. 43,1 Sekunden der Rückstand für Nadine Horchler. Und der Blick ins Gesicht. Ja, das wird sie ärgern, wird sie wieder wurmen, ganz klar. Ist ja so, dass sie das im Ziel dann oft im ersten Interview gar nicht so zeigt. Die erste Reins, die zweite auf zwei und so weiter. Wind ist beherrschbar. Die Sonne ist jetzt auch weg. Die Sicht müsste gut sein. Ja, Ekaterina Schumilova, die erste, die hier losmarschiert. Jetzt die Norwegerin, auch die Französin durch. Und da haben wir Nadine Horchler. Mit guten Leistungen hier, auch am Schießstand. Etwas nervös beim Anschießen liegend, hat sie doch oftmals versucht, das Gewehr noch mal anzuschießen und noch mal anzuschießen. Ist klar, erster Einsatz, aber es geht. Bravo. Die Unterstützung der deutschen Fans ist ihr gewiss. Nach jedem Treffer, und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Also, die Ruhe bewahrt bei ihrem ersten Einsatz. Hat hier in Hochfilzen die WM-Norm erfüllt mit dem 13. Rang im Sprint und gestern gar 10. in der Verfolgung mit der 9. Laufzeit. Ihr bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt. Und geht hier zurück auf die zweite Laufrunde auf der 7. Position. Flug, der erste Schneepflug, den man hier sieht, vor dieser Kurve. Umtreten und eigentlich raus beschleunigen aus der Kurve wäre das Optimale. Ja, ist da weit rausgetragen worden. So überrundete Läuferin ist da ein Stück weit mitgefahren. Diesen Schuss hinunter. Norwegerin mit auffälligen Bewegungen im Laufstil. Ja, sehr viel Bewegung. Ja. Aus den Schultern, im Oberkörper sehr viel Wanken mit dem Kopf. Martina Schrapanova aus der Slowakei. 4. Position, bislang sehr gut durchgekommen. Anastasia Kusmina hat ihre Staffel da vorbildlich im Rennen gehalten. Und auch Nadine Horchler macht ihre Sache bis hierher sehr, sehr gut. In Östersund hat sie die Chance bekommen, hat sich dort festgebissen, hat ihre Leistung abrufen können. Der Lohn dafür, die Tage hier in Hochfilzen und die Starts. Und jetzt steht sie mittendrin in der deutschen Staffel. Hat sich riesig gefreut über die Nominierung.
sind ja nur die Spitzenkräfte jeweils gesetzt für die Weltcups. Ja komm, und jetzt Übergang. Super, komm auf geht's Nadine. Klasse so. Super, hover, hover. Und das Lob auch von Rico Groß. Ein bisschen Unruhe in den Skiern hier. Ja, Hockey und Schneepflug. Ja. In der Anfahrt, um ein wenig Tempo herauszunehmen. Sie hatte das Gefühl, es ist zu schnell. Sie würde nicht um die Kurve kommen. Letztlich läuft sie aber sehr gut. Sie hat 3 Sekunden gut gemacht auf die Spitze. Das ist immerhin Russland, Schumilova. Also läuferisch auch richtig gut unterwegs bis hierhin. Nadine Horchler. Ja, hat offensichtlich einen Schritt gemacht im vergangenen Jahr. Zweite in der Gesamtwertung im IBU Cup. Und jetzt hier mitten rein in den Weltcup-Zirkus. So, Jekaterina Schumilova. Zurück mit der Norwegerin im Schlepptau mit Hilde Fenne. Die Norwegerin bislang noch mit wechselnden Leistungen, aber bislang hält sie hier sehr stark mit ihrer Staffel im Rennen. Bis zu diesem Schießen zumindest. Respekt. Richtig großer Respekt. Die kam hier wild pumpend, atmend an. Stellt sich hin und schießt und trifft alles im ersten Schuss. Ein Nachlader für Russland. Jetzt die zweite. Auch für sie eine neue Situation, in dieser russischen Staffel besetzt zu sein. Und die Chance für Nadine Horchler, wenn sie alle 5 gleich trifft. Slowakei. Schon 3 Fehler. Frankreich kämpft gegen die Strafrunde. Nadine Horchler gut. Vierter Treffer. Komm. Nur die Ruhe, Nadine. Ganz ruhig. Komm. Ja. Ja, da hat sie sich getraut. Sehr gut, sehr stark. Slowakei mit einer Strafrunde. Die Polin geht mit. Die Französin war kurz vor ihr rausgelaufen, durchgestartet. Die Ukraine auf 4. Nadine Horchler auf Position 5. 1:1,6 Sekunden. Ihr Rückstand auf die Führende. Schumilova, die Zweite, hat hier auch schon 36 Sekunden Rückstand. Auf die Norwegerin Fenne, die das hier klasse gemacht hat, die junge Norwegerin, bei diesem Schießen. Ja, Nadine kann auf Rang 3 vorlaufen. Ja. Da bin ich jetzt relativ sicher. Die ist motiviert, die freut sich, dass das alles so gut gegangen ist mit diesem Liegenschießen vor allen Dingen. Da war vorher doch eine gehörige Unsicherheit da. Einmal nachladen ist in Ordnung beim stehenden Anschlag und jetzt geht's los auf die letzte Runde. Und schon vorbei an der Ukrainerin, der Julia Dzima, 20-jährig. Nicht ganz so geglückt, wie ich es mir vorgenommen habe. Liegen war super, laufen war, glaube ich, auch ganz gut. Ja, mei. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Vielen Dank. Ja, ob die Chance da gewahrt bleibt aufs Podium für die deutsche Damenstaffel. Die Norwegerin haben wir kurz gesehen, vorneweg, schon wieder durch die Zeitnahme. Katerina Schumilova, die Russin. Zweiter Position. Rückstand war 36 Sekunden auf Hilde Fenne. Und bei Norwegen, da lauert ja noch Thora Berger. Also die stärkste im Team, hinten drauf. Überfliegerin der jungen noch Saison. Nadine Horchler, jetzt bloß auf den Skiern bleiben. Ja, die Franzosin nutzt die Deutsche hier als Lokomotive. Hat sie vorhin vorbeigelassen und jetzt hat sie sich gleich angehängt. Rückstand war 1:0:1. Ja. Ja. Gut, Nadine, sehr gut. Jawohl, Nadine, klasse. Super machst du es, klasse so, auf geht's. Und dann oben ein Übergang, Übergang, da lässt es rein, komm, auf geht's, hopper. Das Tempo mit Denk rübernehmen. Übergang da oben, hopp. Ja, über die Kuppe ziehen in die Abfahrt. Und jetzt reisen. Und nochmal angespornt. Ah, sehr gut, sehr gut. Schade. Die Französin kann nicht mehr folgen, Ukraine kommt auf, Dzima.
Startelf für den SC Willingen, lebt im Mittenwald, Nadine Horchler, in der abgelaufenen Saison. Vergangenen Jahr, im März, hat sie ihr Weltcup-Debüt gegeben, durfte sie mittun beim Finale in Oslo. Und jetzt gleich zu Beginn der Saison wieder mit im Team und das macht sie richtig klasse, so wie auch Hilde Fenne hier ein tolles Rennen hingelegt hat. Die junge Norwegerin und sie übergibt jetzt an keine geringere als Thora Berger. Und was soll da passieren, möchte man sagen, für Norwegen. Und der Wechsel im russischen Team, Jekaterina Shumilova auf Olga Viluchina, die dritte im Weltcup ist, momentan die stärkste im Team. Und läuft das hier wieder auf einen norwegischen Doppelsieg in den Staffeln heute hinaus, wie im Vorjahr, als auch Männer und Frauen gewannen. Und Nadine Horchler kommt hier rein, hat die Staffel zurückgebracht aufs Podium und übergibt jetzt an Andrea Henkel. Dritter Platz für Deutschland, aber dicht gefolgt von der Ukraine und auch von Frankreich. Und für die Ukraine ist es Olena Petruschna, auch die ganz stark in dieser Saison. Und für Frankreich Marie-Dorin Aberch, mit denen sich Andrea Henkel da messen muss. Und Gratulation, Kompliment noch einmal in Richtung von Nadine Horchler. Sie hat ihre Sache hier überragend gemacht. 16 Sekunden hat sie gut gemacht auf der letzten Runde. Auch das noch, also wirklich ganz hervorragend. Nadine Horchler, das gibt Auftrieb und diese tollen Leistungen, die geben doch ein wenig Zuversicht, dass die Staffel zukünftig immer, ja, zumindest ums Podest mitreden kann. Wie es dann so ausgeht, da muss man mal schauen, aber ist wirklich toll. Ja, der Gruß rüber an Henkel. Thora Berger ist zurück. Wind, wir sehen es. Null. Ja, ja, da muss man gar nicht viel zu sagen. Mehr geht nicht. Alles mitten reingesetzt von Thora Berger. Und schon ist sie auf und davon. Erhöht den Druck auf Olga Viluchina, die 24-jährige Russin. Oh, zweimal rechts tief, dreimal rechts tief. Aber sauberes Trefferbild, wieder rechts. Ja. Es hat sich ein wenig angedeutet, diese Rechtstendenz, die sie hatte. So, Andrea Henkel. Ja, sehr gut, guter Rhythmus, alles getroffen. Ja, die Ukrainerin Olena Petruschna folgt ihr, jetzt auch die Französin. Aber die Position hat sie zunächst einmal gehalten, bleibt auf dem dritten Rang. Andrea Henkel mit dieser sicheren Schießeinlage. Ja, und auf Russland hat sie dann doch schon einiges aufgeholt. Das ist noch in greifbarer Nähe, dieser zweite Platz. Wenn wir uns nach vorne orientieren, nach hinten sowieso nicht. Ja, und das wäre doch ganz hübsch so vor, am Tag vor dem 35. Geburtstag, voilà, den Andrea Henkel morgen feiern wird. Nach wie vor sehr ehrgeizig, sehr akribisch in der Vorbereitung. Die Ziele ähneln denen von vor 10 Jahren. Und wir schauen ins Gesicht von Daya Domracheva. Korrigiert ein wenig. Bei links. Seltsam noch mehr bei links. Der Wind kommt aber von links nach rechts. Aber sie weiß, wie sie angeschossen hat. Da haben sie Asalif, die werden sie noch nie gesehen haben. Die junge Frau aus Schweden. Wir beobachten hier weiter Daria Domracheva, müht sich ein wenig. Und jetzt kämpft sie gegen die Strafrunde. Ja, dieses bei links hat mir nicht gefallen, aber wie gesagt,
war beim Anschießen bei ihr jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, wie das war, aber Glück gehabt, jawohl. Ja. Geht. So, Klaus Siebert, ihr Trainer, der das hier immer alles beobachtet und von ihr schwärmt, von seiner Athletin Daya Domracheva. Zweite im Weltcup. Das hat sie ja ganz gerne, wenn sie sich zurückziehen kann in der Einsamkeit. Und da kann sie natürlich auch registrieren in dieser Gegenläufigkeit der Geschehnisse, wo die anderen Athletinnen sich bewegen, wie weit sie hinter ihr sind. Und Andrea Henkel hat viel Zeit und Meter gut gemacht auf die Russin. Jetzt wird es dann ein Vierkampf werden um Platz 2. Schau hin, oh ja. Um diese 2 Podestplätze hinter Thora Berger. Ah, das sind jetzt schon lauter gute Schützinnen da. Thora Berger, Petrushina, Henkel, Viluchina, ja. Da kann ein Schuss Ausschlag geben. Die Bulgarin sehen wir hier, Nia Dimitrova. Aber die Kameras sind natürlich gerichtet auf das Verfolgerfeld, das Quartett hier, das in gebührendem Abstand zu Thora Berger in Richtung Schießstand unterwegs ist. Und die 4 jetzt hier um die 2 Podestplätze hinter Thora Berger kämpfen werden. Also wir wollen es ja nicht beschreien. Thora Berger muss natürlich auch alles erstmal treffen und sich hier keine 2-3 Strafrunden einhandeln. Aber davon gehen wir eigentlich nicht aus. Bei allem, was wir bislang von ihr gesehen haben, in diesen 5 absolvierten Rennen. Da muss sie sich schon in den See schießen. Nein, also ich glaube nicht, dass Thora Berger hier da nochmal was anbrennen lässt. So, jetzt sind sie dran. Kann Andrea Henkel vielleicht noch ein bisschen den Windschatten nutzen? Ja, jetzt geht es wieder hoch. Gleich ins Stadion rein. Und hier haben wir Thora Berger. Ganz am Ende, da wird noch liegend geschossen. Aber sie ist schon da. Letzte Schießeinlage. Sieg für Norwegen. Ja, dann doch noch am Ende. Ich wollte schon sagen, dieses dünne Fragezeichen, das hat sich schnell gelöscht. Mit einer Schnellfeuereinlage. Kein Problem für Thora Berger. Glückwunsch an Norwegen. Sie bringt es hier zu Ende in der Form, in der Manier, wie wir sie in den letzten 1-2 Wochen erlebt haben. Und jetzt geht es hier um die 2 verbleibenden Podestplätze zwischen diesen 4 Athletinnen. Ganz vorne Andrea Henkel. Nach dem ersten Fehler. Russland ist weg. Jetzt auch die Ukrainerin. Jetzt geht es hier um jede Sekunde. Ja, der hat es geschafft. So, jetzt gleich den Blick auf die Uhr. Wie weit ist sie hinten dran? Französin kämpft noch mit den Nachladern. So, 11 Sekunden sind es auf dem Podestplatz für Andrea Henkel, Olena Petrushina und die Russin Viluchina vor ihr, eng beieinander, weit vorneweg Thora Berger. Und kann sie jetzt noch eine Schippe drauflegen, Andrea Henkel, auf dieser letzten Runde? 11 Sekunden sind es. 11,5, um genau zu sein. Kurze Runde, das könnte sich genau ausgehen, dass sie zu dritt auf die Schlussrunde, auf die Zielgerade gehen. Aber naja, schauen wir mal. Die beiden Verfolgerinnen, Olena Petrushina. Bisschen Gas, kleine Lücke zu Olga Viluchina und Andrea Henkel, die sehen wir da hinten jetzt nicht mehr. Ich habe mal so geschaut, so ungefähr. Ja. Ich glaube, Andrea Henkel konnte da nichts gut machen. Petrushina erhöht das Tempo natürlich dermaßen, dass vielleicht die Russin noch blau geht und dann doch wieder eine Chance besteht für Andrea. Die Russin kämpft. Ja.
Weiß, das sieht nicht mehr so dynamisch aus. Das hat Olena Petruschna erkannt und hat gleich noch eine Spitze gesetzt. Die hat Tora Berger eigentlich gar nicht mehr nötig auf ihrer letzten Runde. Die kann sie hier mit allem Genuss, und jetzt haben wir den Abstand hier, zu Ende bringen. Viluchina und da hinten Andrea Henkel vorbei hier an den vielen, vielen Fans an der Strecke. Es ist schon noch, ja, ist noch viel Rückstand. Es wird schwierig, dass Andrea das noch aufhält. Auf Platz 3. Ja, und ausgeglichene Mannschaftsleistung der Ukraine von der ersten bis zur vierten Läuferinnen, Olena Petruschna. Zwei von ihnen aus der Ukraine haben gestern auf die Verfolgung verzichtet, aber hier heute die Staffel mit in Angriff genommen. Könnte man meinen, dass da ein großer Wert drauf gelegt worden ist auf diese erste Staffel der Saison. Wolfgang Kichler macht hier nochmal Olga Viluchina Beine. Das gleiche versucht auch Rico Groß. Und die freuen sich hier mächtig über den zweiten Platz. Vita Semerenko, ihre Schwester Valentina und die junge Julia Cima, die warten auf Olena Petruschna. Hier unten im Bild sie, ist dann eine überrundete Läuferin, die aus Finnland, und da kommt Olga Viluchina, und noch nichts zu sehen von Andrea Henkel. Da kommt sie jetzt um die Ecke geschossen. Und hier haben wir die Siegerin. Also Doppelsieg für Norwegen heute. Sowohl die Männer als auch die Damen Norwegens gewinnen diese erste Staffel der neuen Saison, und sie hat sich nicht nehmen lassen. Das kleine Fähnchen hier mit über die Linie zu nehmen. Also ein Ausrufezeichen gesetzt, auch mit den jungen Gesichtern im Team. Genauso wie die norwegische Mannschaft. Und da kommen sie an, der Dank an die Erfahrene, an die Topläuferin im Team. Aber Tora Berger betont immer wieder, ich brauche die jungen Mädels. Sie müssen mich unter Druck setzen, das brauche ich im Training. Das finde ich gut. Und Kompliment an die Ukraine, an eine sehr, sehr durchgängig gute Leistung. Von Anfang bis zum Ende haben sie mitgemischt. Und Olena Petruschna bringt es hier zu Ende. Zweiter Rang. Da kann man während der Saison, es gibt ja 6 Staffelrennen insgesamt und dann eben auch die WM in Nové Mesto, einiges erwarten. Russische Staffel hält das Podium mit Olga Viluchina, und Andrea Henkel bleibt am Ende der vierte Platz. Ja, so kann es gehen am Ende. Die Nachlader von der Strafrunde wollen wir gar nicht reden. Dann sieht das nochmal ganz, ganz anders aus. Und geschlagen auch die Französinnen Marie Dorin-Aber. Auch sie beim letzten Schießen mit zu vielen Nachladern hat sie zu viel Zeit verbraucht. Da war auch Andrea Henkel schon von dannen. Und jetzt also auch die Französinnen im Ziel. Vielleicht haben sie es mit einem Auge gesehen, die Ukrainerinnen. Die feiern hier richtig ausgelassen diesen zweiten Platz. Ja, und insgesamt also mit Tina Bachmann, Miriam Gössner, Nadine Horchler und Andrea Henkel. Eine Leistung, ja, im Prinzip die Steigerung auf den Positionen 3 und 4. Nach der Strafrunde von Miriam Gössner sah es ja gar nicht mehr so gut aus, aber Nadine Horchler und Andrea Henkel haben dann am Ende das Ganze noch einmal spannend gemacht hier. Hat nicht ganz gereicht fürs Podium. Aber du hast es angesprochen, eine Mannschaft, die konkurrenzfähig ist. Neben den Russinnen, neben der Ukraine und natürlich den Tagessiegerinnen von heute, den Norwegerinnen. So, schauen wir nochmal schnell aufs Tableau. 54,1 Sekunden, das ist also der Rückstand. Wir gehen